seid herzlichst gegrüßt, meine lieben Brüder und Schwestern, zu dem Tomb Raider. Und jetzt sind wir da oben auf dem Weg zur Forschungsbasis. Betreten Sie die Forschungsbasis. Und ich dachte, ja, es ist doch noch ein bisschen was zu tun hier. Da unten ist der Strand. Kommen wir dann wieder zurück hier. Da unten, wenn wir da durch sind. Und wir haben ja die Kollegen beseitigt. Jetzt müssen wir da einfach mal weiter watscheln. Der Weg ist im Prinzip klar ersichtlich und man kann sich in dem Sinn nicht verlaufen oder so. Der Weg ist praktisch linear und sollte an sich kein Problem sein. Muss ich glaube ich jetzt nicht viel. Und es ist die Originalhelligkeit, weil jetzt hier Nacht ist. Hier ist jetzt dunkel, also bitte nicht anrufen. Muss ich jetzt nicht viel sagen, oder? Wir gehen da einfach entlang und kommen jetzt langsam da rein. Da klingelt's schon. Und ich guck nur noch mal. Und es ist Nacht. Hier. Und jetzt müssen wir da, jetzt war so auf das Warte, an die Leiter springen, oder? Für was ist da unten noch das? Ah, da sind wir hergekommen. Jetzt müssen wir an die Leiter. Man kann jetzt hier schon das Ding aufmachen, von hier aus. Das machen wir mal. Machen wir mal hier auf. Und jetzt müssen wir an das, sieht gefährlich, das sieht fies aus, an die Leiter springen. Sieht fies aus und zwei, drei Sachen kann man hier, da müsste aber, warte, jetzt sind wir sind technisch immer noch im Strand hier, oder? Nee. Zwei, drei Sachen kann man hier noch einsacken, oder? Nee, da war nichts mehr. Da müsste aber noch irgendwas noch zum Mitnehmen sein, oder? War da nicht noch irgendwo was zum Sammeln? Nee. Gut, dann gehen wir einfach mal heiter weiter. Jetzt sind wir aber genau. Entschuldigung, jetzt sind wir aber, nee, immer noch am Strand technisch gesehen. 100%. Na gut, jetzt da ranspringen und einhaken. Ah, nee. Ich hätte mich einhaken sollen, aber ja gut. Gut. Ich spiele völlig ehrlich, ohne Trainer. Das kann man aufschießen. Jetzt nehmen wir mal den Geocache. Und wir müssen da weiter, aber wir können das Ding mit dem Granatwerfer aufschießen. Da drin noch zwei, drei Sachen sammeln. Komm rein. Und jetzt was auch da oben. Das muss ich auch aufschießen. Und dann können wir da rauf gehen. Und hier müsste jetzt ein Dokument sein. Also man merkt, ich habe schon mal gespielt. Entschuldigung. Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Das ist der Helm von Darth Vader, oder? Von Star-Dings-Star. Meine Fresse. Warte, und man kann es von der anderen Seite, wir kommen da auf der anderen Seite rüber, da hätten wir das nochmal sehen können, dass hier noch was war. Technisch gesehen sind wir jetzt in der Forschungsbasis. Pass auf. Na gut. Okay. Ja. Jetzt gehen wir wieder runter. Da haben wir alles. Jetzt gehen wir in die andere Richtung. Da sind wir runtergekommen. Unsanft. Und jetzt gehen wir da einmal rum ums Karree. Und hier jetzt aufpassen. Jetzt warte, da ist noch das eine oder andere zum Mitnehmen. Wir müssen jetzt da, das ist was zum Essen. Komm her. Und da jetzt rauf gehen.
Und jetzt umdrehen. Weil da hängt so ein Sack hier. Das gibt da immerhin ein paar Punkte. Siehste, Teil 3 von 3. Und jetzt, glaube ich, müssten wir alles haben. Jetzt bräuchte man natürlich noch ein Lager. Da kommt aber dann, bis bald eins kommt. Und da hätten wir jetzt, da waren wir gerade drüben, da haben wir gerade das Dokument geholt, vorhin. Und wir haben jetzt hier erstmal fertig. Jetzt müssen wir da, und jetzt kommt gleich eine neue Herausforderung. Jetzt warte ich. So, jetzt mal so wacht. Da, guckst du, da ist so ein Stern. Den müssen wir jetzt mit Feuerpfeil, oder? Oder ist das wurscht? Sonnenkiller. Diese Dinger da. Jetzt warte, da gucke ich jetzt mal in meine Lösung. Schießt du links oben in der Ecke auf den kleinen kaum erkennbaren Stern 1 von 5. Um die Herausforderung Sonnenkiller zu starten. Geh nun hinunter, vorsichtig weiter. Da kommt Kundschaft. So viele Leichen. Leiser jetzt. Da warten wir ein bisschen. Naja, kannst du auch gleich reinrennen. Ganz machen wie ein Dachdecker. Ich müsste mal noch ein paar mit der Schrotflinte umhauen. Für die Errungenschaft. Dings da. Hauen wir mal ein paar mit der Schrotflinte um. Ah, da ist ein Lager. Ein Dokument. Pause drücken und selber lesen. Die neue. So, noch eine? Nee. Den füllt sich noch schnell, warte. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Weil da ist ein Lager. So, da ist ein Lager. Und hier ist bestimmt noch was. Jetzt warte. Ist da bestimmt noch was? Nee, bestimmt nichts mehr. Die Tür machen wir nachher auf. Jetzt gehen wir mal in das Lager. Jedes Lager immer mindestens einmal benutzen. Sportbogen, ich kann nicht mehr. So, jetzt haben wir den Sportbogen und die Kampfschrotflinte. Ja. Jetzt haben wir alles auf 100%, oder? Also, guckst du. Jetzt machen wir den fertig. Explosive Pfeile. Wie viel habe ich noch? Gegengewicht. Was ist das so? Oh, durchdringende Pfeile. Ja, der Bogen ist die stärkste Waffe. Den sollten wir. Oh, jetzt haben wir keine Punkte mehr. Hallo. 238. Da bin ich noch. Oh nee. Jetzt fehlt nur noch. Also. Theoretisch haben wir alles auf 100% jetzt. Aber mir fehlt noch ein bisschen Bergungsgut. Den haben wir. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Bergungsgut. Die Teppiche hier, das ist abartig. Jetzt warte. Jetzt machen wir die Tür auf. Also wir müssen eigentlich nur unten den Gang weiter, aber man kann jetzt hier die Tür aufmachen. Weil jetzt kann man da rüber springen. Pass auf, acht. Da sieht man schon den Stern. 2 von 5. Und man kann aber trotzdem noch da reinspringen. Weil da ist doch was, oder? Da ist immer ein Biest da. Und ein Geocache, oder? Komm, nimm den Ding. Da ist der Geocache. Jetzt haben wir die Ecke fertig. Und ich muss dir noch was zeigen. Hier, schau her. Guck mal genau hin, da sind so Anzeigeinstrumente hier. Auf einer Wurzelholz-Nussbaumholzplatte. 2 Anzeigeinstrumente, 3.
Mitten an der Wand und das ist eine Ladedruckanzeige für einen Turbolader. Was der da zu suchen hat, das soll mir bitte mal einer erklären. Na gut, die Ecke haben wir. Jetzt können wir wieder rausgehen. Ah, da oben ist noch ein Stern, oder? Warte. Da oben ist noch ein Stern. Kann man den jetzt einfach so abschießen, oder? 3 von 5. Warte. Ich guck nochmal, das müsste jetzt aber lustig. Die haben da einfach ein Foto von einem Anzeigeinstrument eingebaut und ich frage mich, was das da soll. Das müsste eine Turbolader-Ladedruckanzeige aus einem Auto, LKW oder Motorboot sein. Fragt sich nur, wie das da hinkommt und was das da soll. 3 von 5. Stern 3 von 5. Rechts bei der kaputten Lampe. Rechts bei der kaputten Lampe. Also es war der. Und wo ist jetzt links und rechts? Wir müssen da hinten raus. Warte. Geocache 2 von 3. 2 von 3. Wir haben erstmal alles. Wo sind wir denn reingekommen? Da sind wir reingekommen. Jetzt gehen wir noch. Ja, nee, brauchen wir nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. Da lang, oder? Warte, jetzt muss ich hier umblättern. Nee, nicht klettern. Jetzt müssen wir. Jetzt warte. Ah, das geht jetzt nicht, gell? Warte, wieso geht das nicht? Doch, das geht. So. Jetzt haben wir die Tür auf. So, jetzt kommt wieder ein lustiges Rätsel. Wie spät haben wir es eigentlich? 33, 45. Ja, das können wir noch machen. Hier kommt jetzt ein Rätsel. Entschuldigung. So, da ist der Fahrstuhl. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Genau. Also das Grab ist unten. Ich muss irgendwie da durchkommen. Wir müssen da durchkommen. Ah, da ist ein Stern. Ups, entschuldige. Wir müssen da durchkommen. Jetzt warte. Und zwar müssen wir hier runter. Da ist aber jetzt ein Bodengitter. Und das müssen wir jetzt irgendwie wegkriegen. Und wie machen wir das? Da oben ist ein Lift. Jetzt warte, jetzt drücke ich mal da drauf, oder? Da ist ein Lift. Wenn der runterkracht, können wir da runter. Genau. Der Aufzug steckt fest. Genau. Und da sind jetzt 3 Zahnräder, die wir lösen müssen. Jetzt warte, das erste kann man hier lösen. Die 3 Zahnräder müssen wir kaputt hauen. Oder? So. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Ich überlege gerade, machen wir mal das Aufzugrätsel. Jetzt warte, da ist zu. Jetzt müssen wir uns da irgendwo durch, also nicht irgendwo, sondern da durchackern. Jetzt pass auf. Wir müssen an die anderen 2 Zahnräder oder 3, müssen wir alle 3 lösen. Alle 4 meine ich. Jetzt gehen wir da rauf. Man kann nichts falsch machen und es ist mehr oder weniger eine Richtung nur. Jetzt warte, da unten, kann man jetzt da unten was machen? Jetzt können wir die Tür schon mal aufmachen, beziehungsweise müssen wir die Tür schon mal aufmachen hier, damit man eine Abkürzung kommt, mindestens. Das sind Türen, die kann man nur von einer Seite öffnen. So, jetzt haben wir die Tür auf. So, jetzt gehen wir da, jetzt warte, da ist überall auch noch Zeug. Mal gucken. Und jetzt gehen wir da mal weiter. Jetzt sind wir auf Ebene 3. Da ist ein Dokument, oder? Oberkommando an Agent. Stop. Ja, Trinity gut, ist besorgt. Brauchen wir jetzt nicht viel lösen, ja. Und das finde ich so witzig. Achtung, Kopf einziehen. Also, weil dir die stößt du dich an der Leiter an. Das finde ich ein bisschen witzig hier. Also, und ja, jetzt pass auf. Jetzt kann man. Warte. Ich muss mir den Weg freischießen.
Warte, kann man jetzt hier schon was machen? Warte, das kann. Moment. Das sind wir noch mit. So, jetzt passt so weit. Da unten sind wir rausgegangen. Da ist noch eine Kiste. Hier können wir jetzt nichts machen. Dann gehen wir weiter. Jetzt passt so weit. Da waren wir gerade. Da war das Dokument. Kann man jetzt drücken? Warte. Ah, da ist die Leiter, jetzt hat der. Nee, der macht nichts, oder? Muss ich jetzt an die Leiter springen? Muss ich jetzt an die Leiter? Also man kann es nicht direkt verkehrt machen. Nee, da ist jetzt, da müsste, da haben wir jetzt im Moment noch nichts. Dann müssen wir anders weiter und da können wir auch noch nicht, warte. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, aber man kann es. Aber da. Wir springen jetzt mal da auf Ebene 4. Ebene 4. Jetzt drücke ich da nochmal am Knopf. Was passiert dann? Nix, oder? Passiert auch nichts. Gut. Nee, er kommt wieder rauf. Ah, jetzt können wir das Ding lösen. Jetzt können wir das Ding. Ah, die Scheingeister. Warte. Jetzt können wir das Ding lösen. Ich muss nur noch 3 lockern, dann ist der Aufzug wieder frei. 3 müssen wir noch lockern, jetzt warte. Nee, warte. Wo ist jetzt die Leiter hin? Ah, ich muss hier oben rauf, jetzt warte. Man kann es nicht direkt verkehren. Jetzt warte. Hä? Oh ne. Ach so, jetzt so, ja. Nee. Komm ich jetzt. Ich muss die anderen Teile lockern. Warte, der ist jetzt oben mit Sorte. Da komme ich jetzt. Ich muss mir den Weg freischießen. Warte mal, da die Leiter. Warte, da die Leiter rauf. Warte. Da die, also, du kannst es auf meiner Homepage nochmal. Nee, da. Ah, das da. Das da. Auf meiner Homepage nochmal genau anschauen. Also, man, es ist egal, wie du machst, weil es. Kann, man kann es nicht, drüben ist noch einer, man kann es jetzt nicht verkehrt machen, in dem Sinn. Wir müssen jetzt durch die Wand durch. Da müssen wir aber den Lift wieder runter kriegen. Jetzt warte, müssen wir den Lift wiederholen. So. So, jetzt können wir da reinspringen. Wie spät haben wir es? Ja, das machen wir jetzt noch fertig. So. Jetzt muss ich das kaputt. Ich muss mir den Weg freischießen. Kaputt. Jetzt warte. Ich muss jetzt da rausspringen. Ich kann den Schalter hier drin nicht drücken, oder? Jetzt warte. Ich muss den Schalter drücken und schnell rein, oder? Warte. Hä? Nee. Ich muss da oben rausspringen. Komm aber so nicht drauf. Jetzt warte. Ja, aber ja. Jetzt warte. Na, ich muss den Schalter drücken und schnell reinspringen.
und dann schnell rausspringen. Und zwar den Schalter drücken, jetzt reinspringen und dann schnell rausspringen und einhaken. Jetzt schnell rausspringen und einhaken, weil sonst komme ich nicht mehr raus. Also, sonst komme ich nicht mehr raus. Und jetzt sind wir jetzt hier fallen lassen. Und jetzt das Ding kaputt hauen. So, jetzt fehlt nur noch eins, oder? Also man kann es nicht falsch machen oder so, dass es nicht mehr geht. Also verstehst du? Ganz okay. Einen noch, dann kann ich den Aufzug bewegen. Einen noch, genau. So lange rumprobieren, bis es geht. Gehen doch noch, oder? Und jetzt, da oben ist noch ein Sack. Ja, das machen wir jetzt noch fertig hier, komm her. Achso, das Ding klemmt jetzt hier. Jetzt ist es unten. Jetzt warte, jetzt muss ich. Jetzt, wenn ich jetzt drücke, nee, da kann ich jetzt nicht drücken. Rot, Schalter ist rot. Jetzt muss ich ihn wieder runter krachen lassen, oder? Warte. Wo ist die Dreckskiste? Die ist ganz. Nee, wo ist denn die Kiste hin? Ganz unten, oder? Jetzt drücke ich mal hier. Das Ding müssen wir noch lösen, da das Zahnrad, oder? Warte, das Zahnrad. Da gehen wir jetzt hier hin, oder? Ah, jetzt. So. Und jetzt haben wir es alle, oder? Wenn wir da fertig sind, machen wir Pause. So. Quatsch. Okay. Ich glaube, das hat funktioniert. Wo ist denn die Dreckskiste hingefallen? Die ist unten irgendwo, oder? Also. Wo ist die dämliche Scheißkiste? Jetzt kann ich da unten reingehen. Jetzt machen wir mal Pause. Wo ist denn die dämliche Kiste hin? Mach nicht mehr. Ich gehe jetzt mal zurück ans Lager und mach Pause. Komm her, du kannst ausschalten. Ich leider nicht. Geh noch mal ans Lager. Fähigkeitspunkt. Was sind wir denn da? Wir haben jetzt schon fast alles. Ja, ist ja wurscht jetzt. Na, nehmen wir das andere, oder? Drück das B zum Ausweichen. Nee, da fehlt es noch. Da haben wir es nicht, oder? Okay, dann mache ich jetzt Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich.